Hallo. Hallo. Was hast du für eine Stimme? Ich bin dein Geist. Nein, gar nicht. Ha, seid ihr drauf reingefallen, ne? Gar nicht? Oh Mann. Ja. Ja, ich habe heute ein bisschen Unterstützung von meiner lieben, netten Schwester. Ja, ich schleiche mich in letzter Zeit öfters mal in deinen Videos. Ja, wir haben gerade noch ein anderes Projekt zusammen, Let's Played. Ja. Was ich nicht verrate, ist, weil ich nicht weiß, wann was hochgeladen wird. Okay, gut. Ja. Dann werde ich auch nichts sagen. Aber wir haben dann während des Let's Plays oder zwischen den Parts des anderen Let's Plays nochmal unsere Liebe zu Uncharted 4 darüber geredet und haben dann auf die Idee gekommen, hey, lass uns davon dann auch noch ein paar Parts machen. Weil, ich meine, warum nicht? Es ist... Muss ich ja kaum sagen, wie geil dieses Spiel ist. Ja, ich habe meine Zuschauer auch schon ein paar Mal vorgewarnt, dass ich während des Spiels die ganze Zeit das Spiel hypen werde. Und auch nach dem Spiel noch hypen werde. Und überhaupt. Und überhaupt und so. Ja. Aber guckt euch das doch mal. Guckt euch das einfach mal an. Okay, da hinten sieht es ein bisschen... Ach so, die Landschaft. Ich gucke auf Nate. Spaß. Ja. Aber ich habe auch schon erwähnt, dass hier Schottland eigentlich so mein am liebsten, nee, am wenigst liebsten Kapitel ist. Ja? Ja. Es ist nicht scheiße, es macht mir immer noch Spaß, aber es, weiß ich nicht, es haut mich nicht so um wie die anderen Kapitel. Ja, okay. Aber es ist auch gut. Ja, natürlich. Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Noch nicht. Ach, daran erinnere ich mich. Ja, du hast das Spiel ja auch schon durch. Einmal, ja. Okay. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Aber ich plane es noch viele, viele Male zu spielen. Ja, sollte man auch tun. Da wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sehr vorsichtig damit, ja? Klar, bin ich doch immer. Okay, ja, hier wird uns jetzt quasi das Granatenwerfen beigebracht. Weil wir bis jetzt noch keine Granate hatten. Dafür Dynamit. Genau, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil ich nicht gerafft habe, dass ich das auf die Tür werfen soll. Hoffentlich haben die nicht gehört. Ja. Ja, gut, sowas kenne ich aber. Ja, das Dumme ist, dass mir nämlich auch was schon passiert. Ja. Und ich sterbe auch öfters mal in Uncharted. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Aber einfach nur. Einfach nur, weil ich nie einschätzen kann, wie weit sie springen können. Ich denke mir mal, nee, da kann ich doch nicht lang. Ja, du hast noch nicht so das Auge dafür. Ja, aber nach. Ich habe doch jedes Uncharted-Spiel gespielt, irgendwann sollte man doch. Aber mal jedes nur einmal. Außer den ersten hast du jetzt schon das zweite Mal gespielt. Ja. Es war ein tolles Erlebnis, nicht wahr? Hm. Es ist. Ja. Uncharted wird halt von Teil zu Teil besser. Der erste, mich nervt einfach, dass er nur geballert ist. Ja. Da haben sie ihre Balance noch nicht so gefunden. Nee. Damit können wir rausklettern. Es wird immer gesagt, Teil 1 ist so ein Prototyp gewesen für die Reihe. Ja. Er ist ja nicht schlecht. Nein. Aber auch nicht so gut wie Janne. Das stimmt. Ich sag immer, der erste Teil war gut, der zweite geil, der dritte awesome und der vierte perfekt. Jetzt ist aber die Frage, ist geil besser als awesome? Oder ist awesome besser als awesome geil? Awesome ist besser als geil. Okay. Aber auch nicht viel. So, jetzt kriegen wir wieder Besuch. Die können wir entweder durch heftiges Geballer ausschalten oder durch Sneaky. Sneaky Sneak. Sneaky, Sneaky Mode. Was hast du lieber gemacht? Hast du lieber Sneaky geballert oder Sneaky? Beides, aber so Sneaky, so Stealth Mode fand ich auch immer cool. Das hat auch immer Bock gemacht. Also es gab auch manchmal so Camps, die ich ganz ausgeschaltet habe, wo ich irgendwie 15 Leute ausgeschaltet habe, ohne auch mal einmal entdeckt zu werden. Das hat ziemlich Bock gemacht. Ja, das habe ich bei meinem letzten Spieldurchgang auch gemacht, weil es auch an einer bestimmten Stelle eine Trophäe dafür gibt. Mm. Und das war ätzend. Ätzend? Ja, weil die so komisch. Das ist geil. Ja, nee, ich habe da auch nichts gegen. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn ich dann entdeckt werde, dann baller ich mich halt durch. Aber dann darfst du ja halt nicht entdeckt werden für die Trophäe. Und die stehen da so scheiße, die Leute, dass du dich so komisch vorbeischleichen musst. Na, guck mal, zack, ich habe direkt einen. Das finde ich auch immer so geil, wie er sich dann direkt mal die Waffen nimmt, wenn er sie noch nicht hat. Ja. Auch so bei einer Prügelei, dass die dann so in die Luft fliegen, da fängt sie dann so direkt so richtig actionfilmmäßig. Ja, ist auch ein Spiel, wo man sehr gut zugucken kann. Ja, deswegen bist du ja auch hier, weil als ob ich dich spielen lasse. Nein. Ey, ich bin gar nicht so schlecht. Ja, wenn du mal spielen willst, musst du einfach sagen. Du kannst nö, auch mal nö, da nö, den Controller gehen. Eben. Alle Dude. Nun müssen wir dann wieder die Kamera umstellen, weil du ja so unnormal eben das spielst. Unnormal, du spielst unnormal.
Ey, ich habe schon mein ganzes Leben lang Emulatiert gespielt. Ich kenne es nicht anders. Auch immer. Weil ich angefangen habe mit damals PC-Spielen. Oh, jetzt wird entdeckt. Ist ja egal. Mit PC-Spielen mit einem Joystick. Und da habe ich immer so Comanche gespielt. So ein Heli-Kampf-Spiel. Und da ist es halt so. Dass wenn ja, da verstehe ich das auch. Bei, wenn du irgendwas steuerst, irgendwie so ein Flugzeug steuerst, dann ist das ja auch so. Aber doch nicht, wenn du mit einem Mensch rumläufst. Ja, aber du steuerst ja nicht den Menschen, sondern steuerst ja die Kamera so. Ja, wenn die Kamera nach oben drückst, warum sollte die ja nach unten gucken? Ja, weil stell dir vor, du hättest die Kamera in der Hand. Und du, wenn du den Arm nach hinten bewegst, guckst du ja nach oben. Ja, aber das, ich halte ja keine Kamera in der Hand. Ich halte ja nur den Winkel der Kamera. Ja, aber so ist es halt. Einigen wir uns einfach darauf, ich habe recht. Mm, so. Ja, ja. Klar. Ja, guck mal, sie haben mich jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Ja. Das geht also auch. Ja. Ist nicht so, dass die dann die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sind. Wie in vielen anderen Spielen. Ja. Ja. Hat der hinten Augen oder was? Sieht aus, als sind nur zwei. Und ich gehe jetzt gerade hier so total dumm vor. Die sind aber auch schon ein bisschen dumm eigentlich. Also, dass die einen manchmal nicht sehen. Ich meine, ich finde es gut. Naja. Ja, da hoch. Hallo. Jetzt so springt. Ich bin nicht hier. Scheiße, der sieht einen sogar. Na gut. Egal, dann ebenso. Okay, waren da noch mehr? Oh. Scheint. Ach, da oben. Ja, ach, so locker. Und was ich letztens auch schon erwähnt habe, in einem Part, da war auch eine Schießerei, wo man aus dem Aktionshaus da fliegen muss, weißt du? Mhm. Und da habe ich mich auch so, habe ich so Gänsehaut bekommen, weil die Musik in dem Spiel auch so genial ist. Ja. Ja, es ist einfach... Da passt irgendwie alles. Ja. Ich habe wirklich keinen Kritikpunkt an dem Spiel. Mir fällt keiner ein. Außer, dass man immer in den schlechtesten Momenten nachladen muss. Ja, das war schon immer so. Ja. So. Trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, als wären wir die Einzigen, die das so sehen. Gerade so nach dem Jahresende, weißt du, wo, habe ich dir erzählt. Ja. Wo dann das beste Spiel des Jahres und so weiter gekürt wurde und Uncharted 4 vielleicht mal erwähnt wurde. Ja. Ja, verstehe ich auch nicht, aber. Was wurde nochmal Spiel des Jahres? Overwatch? Overwatch, ja. Ich sag nichts gegen Overwatch, aber ich verstehe es auch nicht ganz. Naja, müssen wir uns halt damit zufrieden geben, dass ein Last of Us zum besten Spiel der letzten Konsolengeneration gewählt wurde und so weiter. Die haben ja schon ein paar Titel. Ja. Gewonnen. Immerhin. Einfach wegrollen. Gut. Was ich auch so geil finde, ist der Gedanke, dass Nate einfach total der Massenmörder ist. Wie viele Leute hast du im Spiel schon getötet? Auf brutalste Art und Weise. Auf brutalste, mit Shotguns ins Gesicht. Scheiß drauf. Wenn Nate dann seinen Schatz will, dann tötet er alles. Ja, aber mich stört das eigentlich nicht. Nee, mich stört das auch nicht. Ich finde das super lustig. Dass er eigentlich so der coole Typ ist und dann nebenbei 200.000 Leute abschlachtet. Aber das macht der Joker auch. Aber der Joker ist kein Held. Ein Anti-Held. Naja. Psychopath. Ja. Das fand ich auch cool mit dem Haken. Ja. Wuhu! Könnte man sagen, ist von Tomb Raider jetzt geklaut, aber kann auch sein, aber ist mir egal. Ist sagen wir doch einfach inspiriert. Die Spiele inspirieren sich gegenseitig. Ja, ich finde das völlig in Ordnung, wenn man Sachen kopiert. Besser gut kopieren als schlecht selbst gemacht. Ich meine, die neuen Tomb Raider-Teile, die sind ja auch mehr Uncharted als Tomb Raider. Ja, die sind vom Gameplay auch super. Weißt du, du schaffst das? Ich finde halt nur einfach Tomb Raider scheiße. Den Charakter und die Geschichte. Schön, dann lass mal sehen. Wo denn? Ja. Habe ich schon eleganter gesehen. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Na gut, wir machen es mal cooler. Yeah! Warte mal, bin ich von da nicht gekommen? Ach, ich muss da dran springen. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Herzlichen Glückwunsch. Zack. Oh. Sam, die Leiter da. Ich komm nicht dran. Okay, warte. Ich komm rüber. Ja, dann beeil dich aber auch mal.
Komm, das macht uns direkt so cool nach, weißt du? Ja, das war aber ziemlich spät gesprungen. Ja, gerade noch so. Habe ich schon besser gesehen. Also. Ja, bei uns. Ja. Okay, hilf mir hoch. Naughty Dogs sind aber einfach die Einzigen, die so eine schlechte Geschichte machen können. So nach dem Motto, der verlorene Bruder, von dem man noch nie was gehört hat, plötzlich ist er da und es ist trotzdem geil. Ja. Ja, ich habe es auch schon erwähnt im Let's Play. Ja. Ich finde sowas normalerweise, finde ich sowas auch immer dumm. Also ja. Heroes ist ja, glaube ich, so das Paradebeispiel, wo man es schlecht machen kann. Ja. Und die machen es einfach super. Also dann bauen die auch so einen geilen Charakter ein. Ich meine, Sam ist einfach awesome. Ich finde den eigentlich schon fast genauso cool wie Nate. Sie sind ja auch verwandt. Ja. Cool, das liegt bei denen in der Familie. Ja. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Was? Katzensprünge? Hä? Was wollte ich sagen? Genau. Buffy, die Serie, hat das auch gut geschafft. Da gibt es nämlich auch plötzlich eine Stelle, wo sie eine Schwester hat. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Plötzlich hat sie eine. Aber sie haben das auch gut gelöst. Ja. Man kann es auch gut machen. Ja, wenn man sich ein bisschen anstrengt und nicht sagt, ja, ich bin deine Mutter. Ach so. Ach so war das. Ja. Ja, macht Sinn. Gut. Ich habe bei Heroes habe ich auch irgendwann dem Ganzen nicht mehr folgen können. Nee, das war einfach zu dumm. Also eine Serie, die so gut anfängt und so tief fällt. Ich fand es ja von vornherein nicht so toll. Ja, das ist halt Geschmackssache. Ich fand die erste Staffel super. Super. Jetzt Bruder-Action. Ja, zack. Ja komm, Bruder, wo bist du? Hallo. Mann. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier so halbwegs gut durchkommen. Das hat immer erstaunlicherweise, obwohl ich es nie vorher gedacht hätte, voll Bock gemacht bei Far Cry 3, wenn man die Camps einnehmen musste. Ja. Und dann immer erstmal alle Gegner markieren und dann erstmal das Signal ausschalten. Ja, Gegner markieren ist immer ein gutes, gutes Mittel. Da hast du noch einen vergessen. Ja, den habe ich nicht gesehen von da. Oder nicht gesehen. Sag ich jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich mache ja kaum Fehler. die Dinger. Weil es gibt nämlich auch eine Trophäe, habe ich beim letzten Spielstand, habe ich halt versucht, Spieldurchgang versucht, so viele wie möglich zu machen. Es gibt eine Trophäe mit, benutze jede Waffe im Spiel. Mhm. Und ich habe so ziemlich jede Schusswaffe, aber man braucht auch noch irgendwie Benzinkanister bestimmt. Und die habe ich, glaube ich, noch nicht. Ach so. Genommen. Falls ich gleich entdeckt werde, benutze ich mal einen. Ach komm, der hat eine Schrotflinte. Da war nix. Du hast nicht das Geringste gesehen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ich weiß, dass du da bist. Wo denn? Beweise es doch. Oh, jetzt sind sie alle in Aufruhr. Toll gemacht. Na, geil. Ne? Tolle Wurst. Aber geht's dir nicht auch so? Wenn du alleine spielst, funktioniert sowas immer besser? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist einer nicht markiert. Der ist jetzt markiert durch Sam. Nee, der da. Achso, der. Ja. Lalala. Ich geh mal weg hier. Okay, gehen wir denn mal lang. Soll ich mal hier hoch? Dann hier so lang? Fand ich auch mal cool. Das hat richtig Bock gemacht. Sowas mag ich. Aber nicht, das war das in Uncharted 1, da waren ja keine Camps, da kamen einfach Gegnerwellen so und das mag ich nicht so. Ja. Da war nichts mit Taktik, da war einfach nur Ballern. Was auch für manche bestimmt cool ist, aber ich mag das nicht so. Und die haben sehr viel ausgehalten bei Teil 1. Viel zu viel. Waren die Waffen auch noch ein bisschen. Die haben sich nicht so gut angefühlt. Nee. Gerade das AK, das ist irgendwie so schwammig gewesen. Was Scheiße. Als wollte er dem die Hand geben. Ja. So, guten Tag. Was? Ach, der hält mich fest. Noch. Mal runterfallen. Ich muss den gerade umtreten. Dann hole ich mir jetzt mal das Fass. Wo war es denn? Hier, ne? Ja. Du sollst das Fass nehmen, nicht nachladen.
flippt gleich. Macht nix. Scheiße. Okay. Na toll. Super. Hey, aber yeah. Ich hab's bekommen. Komplett Ballerballer. Das war tatsächlich die einzige Waffe, die mir noch gefehlt hat. Ach stimmt, die Rücksetzpunkte waren so fair. In der Schatten 1 fand ich die manchmal ein bisschen doof. Aber nichts. Ich habe schon gesagt, so als ich das Spiel angefangen habe zu spielen und so die ersten geilen Sachen mir aufgefallen sind, habe ich gedacht, okay, die haben sich bestimmt da hingesetzt mit so einer Liste, wo die alles aufgeschrieben haben, was scheiße ist an Spielen. Um das dann auszumerzen. Ja. EA macht das auch, nur die machen es andersrum. Die suchen sich eine Liste mit allem, was scheiße ist und tun alles rein. Und ich verkacke jetzt gerade wieder. Und wenn sie mal was Geiles reinmachen, muss man extra dafür bezahlen. Ja. Das ist so das EA. Genau. Ich wette, EA ist auch nur so eine Abkürzung und wenn du da irgendwie was ergänzt und so weiter, kommt bestimmt Satan raus. Oder? Ja, ich glaube auch. Mit E. Satan. Satan. Ja, ist irgendwas Lateinisches. Ja. Satane. Aber hier mit den Rücksetzpunkten, ne? Ich finde keinen schlägt, was unfaire oder gar keine Rücksetzpunkte angeht, schlägt Bethesda. Ja. Nicht. Ja, bei Bethesda, wenn man das erste Mal so ein Bethesda-Spiel spielt, dann lernt man erstmal. Dann lernt man, wie wichtig Speichern ist. Ja, dass du häufig schnell Speichern machst. Ja, das Gute ist, ich habe eingestellt, das kann man einstellen bei Fallout 4, dass der die ganze Zeit Autospeichern macht. Immer wenn du mal alle paar Minuten, ich glaube alle 5 bis 10 Minuten, speichert der automatisch. Okay, das geht ja. Ja. Ja, ich habe das bei Fallout 3, das war auch mein erstes Bethesda-Spiel. Also wirklich. Und da hatte ich dann auch so diese Momente, wo man eine halbe Stunde lang durch die Pampa läuft. Ja, das hatte ich auch mal. Und dann kommt ein so ein scheiß Gegner, der ein bisschen zu stark ist. Und dann verreckst du und dann startest du plötzlich wieder am Anfang in der Stadt da oder so. Selbst wenn du nichts Großes gemacht hast, ist einfach ätzend. Ja. Bei Skyrim mache ich das jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie in eine Höhle gehe und sehe, okay, da kommen ein Haufen Gegner, direkt schnell speichern. Ja. Speichert der nicht automatisch, wenn du in die Höhle gehst? Ja, aber wenn du dann... Manche Höhlen sind ja ewig lang. Ja, klar. Und was du bei Bethesda-Spielen auch noch lernst, wenn du einen Begleiter hast, die sind erstmal manchmal strunzdumm. Und zweitens können sie nicht richtig auf sich aufpassen, können sterben. Und wenn du ihnen in einer Höhle sagst, warte mal hier kurz und vergisst, sie anzusprechen und zu sagen, komm wieder mit, dann stehen sie immer noch in dieser Höhle. Das ist auch schon ein paar Mal passiert. Das Dumme ist, du kannst ja deinen Partner dann nicht wechseln, durch einen anderen ersetzen, weil du dem ja erstmal sagen musst, dass er nicht mehr dein Partner ist. Ach so, okay, in Fallout 4 geht das. Ja? Ja. Okay, ja, bei Skyrim nicht. Da hatte ich auch so einen Partner, der war lange Zeit bei mir verschollen. Ich weiß nicht warum, der war auf einmal weg. Aber ich habe nicht gesagt, dass er irgendwo stehen bleiben soll. Und dann habe ich ihn einfach verloren. Dann habe ich so eine Nebenmission erledigt für eine Magierin, die dann richtig stark war. Und die meinte dann so, hey, wenn du willst, schließe ich mich deiner Reise an. Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Oh. Und irgendwann ist der Typ dann wieder aufgetaucht plötzlich. Dann stand er wieder hinter mir. Ja, Bethesda hat viele Sachen, die ein bisschen aufregen. Aber nicht so, dass die Spiele weniger geil werden. Mich stört es ein bisschen, dass du an jeder zweiten Ecke eine Nebenmission kriegst. Ja. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, das du kommst in eine Stadt und wirst direkt manchmal, hey, ich habe da meinen Helm in dieser Höhle verloren. Ja, du musst lernen, bei Bethesda habe ich das Gefühl, erstmal das beiseite zu tun. Erstmal dran zu denken, so jetzt machen wir Hauptmission oder machen wir das, was ich erstmal machen wollte und das andere kümmere ich mich später drum. Ja. Okay, das haben wir ja mehr oder weniger gut gelöst hier. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, würde ich sagen, mache ich jetzt auch erstmal einen Cut und im nächsten Teil streifen wir dann weiter durch Schottland. Und da bist du wahrscheinlich immer noch dabei. Zumindest für den Teil. Ja. Okay. Tschüss. Bis dann.